Jo, hey Leute, hier ist wieder Master Sigurd TV, wieder am Start mit Sigurd Online, unserem witzigen, funny Let's Play. Was geht ab? Jo, und wieder Jaro am Start, hi. Hallo Leute. Ist es richtig beschissen? Wir haben gerade eine Aufnahme gemacht, ich weiß nicht, wie lang die ging. Ordentlich lang, bestimmt fast eine Stunde oder so. Oder ich habe kein Zeitgefühl. Auf jeden Fall ordentlich lang. Und wir haben viel geschafft, wir haben Cerberus gekillt, wir haben übelst viele Quests gemacht und wirklich dies, das, alles Mögliche. Und irgendwie ist am Ende die Aufnahme abgekackt und die Wiedergabedatei war beschädigt. Klingt irgendwie ganz unwitzig und war auch irgendwie gar nicht so cool. Nur ja, was soll man machen? So ist das Leben. Ich erzähle euch ganz kurz, was wir halt genau gemacht haben. Also wir haben Cerberus gekillt. Mit Level 24, also ich bin 24 Jahre schon ein bisschen höher, aber dennoch in einem schönen Low-Level-Bereich mit einem kleinen Tricky-Trick. Und zwar haben wir unsere Wölfe so ein bisschen tanken lassen und wir selbst haben dann Cerberus attacken können. Und die Wölfe tanken das echt nice hier auf diesem Server. Ich weiß nicht, ob es an dem Server liegt, aber auf jeden Fall sind die Wölfe mega geile Tanker. Wir haben natürlich Tränke für die Wölfe, aber dennoch krasser Scheiß. Davon bin ich auch ein Level abgekommen. Wir haben unnormal viele Quests gemacht. Wir mussten Monster capturen, also so einfangen mit irgendwelchen Seilen, irgendwelchen anderen Sachen. Und es war teilweise nicht so leicht und so. Und ich bin hier in der Aufnahme auch verzweifelt. Wir mussten einmal nochmal zurücklaufen, um uns neue Fangnetze zu holen und so. Also es war eigentlich hier echt viel los in dieser Aufnahme. Und viele Emotionen, es sind Tränen geflossen. Und ja, letzten Endes gucke ich dann gerade, weil der Klient abgekackt ist. Und dann dachte ich, ja, okay, benutze ich das mal als so Grund dafür, jetzt die Aufnahme auch zu stoppen. Und tada, was passiert? Die Aufnahme war beschädigt. Ich weiß nicht, ob es daran lag oder ich habe nämlich eine ganz blöde Sache hier bei mir am Laptop, beziehungsweise an meiner Maus. Und zwar macht die ganz häufig, eigentlich fast immer, automatisch Doppelklick. Und das ist ziemlich nervig, weil dadurch, wenn ich auf Aufnahme starten drücke, er automatisch auf Aufnahme pausieren drückt, wenn ich nicht aufpasse. Ich habe deswegen jetzt gerade dreimal darauf geschaut, dass das nicht nochmal passiert. Ja, ich weiß nicht, woran es lag. Also es ist auf jeden Fall sehr schade, aber kann man nichts dran ändern. Jaro, wo bist du gerade? Ich bin gerade bei den Sirens. Bei den Sirens, okay. Machst du da diese 100 Stück töten? Ach, habe ich schon. Hast du schon. Hast du Du. die auch schon gekillt? Ja, nee, die 100 Stück noch nicht. Ach, das geht sogar schnell, machen wir ruckzuck. Die fallen, die Unge fliegen. Okidoki. Jetzt, wir beide SOS-Waffen haben, 24er plus 3. Ja, genau, wir haben uns ja 24er SOS-Waffen geholt. Bei Monster, die es so im normalen Game nicht gibt. Da hat hier nämlich extra Quests eingeführt, um 24er-Waffen zu kriegen. Und das ist eigentlich ziemlich nice, es bringt dann einen Ort. Ich hab sogar in der letzten Aufnahme euch einen Ort gezeigt, diese Ponce Ruins, wo man eigentlich so an sich so gut wie gar nicht ist, aber den Ort hat der hier sozusagen nochmal aufgegriffen für diese Quest und hat da neue Monster eingefügt und das ist eigentlich ziemlich geil. Die Monster haben reingehauen, die waren stark. Ja, aber leider ist das alles weg. Ich werde euch nachher den Ort trotzdem nochmal zeigen, damit ihr das einfach mal sehen könnt. Und dass ihr das nicht verpasst. Ja, kannst du eine Party reinmachen? Jo, Dankeschön. kann ich machen. Dann würde ich sagen, killen wir jetzt diese komischen Sirens und lass uns dann die Golden Apple Tree Quest machen. Dann haben wir ein bisschen gekämpft, aber machen auch ein bisschen diesen Scheiß, okay? Ja, okay, dann haben wir es hinter uns. Dann haben wir es hinter uns, genau. So, Party ist auf. Und dann haben wir vielleicht gleich durch die Quest wenigstens trotzdem einen Cerberus-Kill. Ja, stimmt. Ja, wir waren eigentlich echt happy, so dass wir jetzt bei der Aufnahme das machen konnten und so. Naja. So, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es ist gerade am Aufnehmen. Sehr gut. So, ich mache mir hier auch Holy Word drauf, weil. Das war wir. Alles gut bei dir? Ja, alles gut. Gut. Weil die so also einen Status machen können. Und diesen Status müssen wir nicht haben. So. Ach so, ja, stimmt. Gute Idee.
Und die machen dann wie so Fluchstatus oder sowas und dann kann man die nicht attacken oder sowas. Welche Monster braucht man? Gehen beide oder braucht man nur dieses Hyenas? Ich töte alles. Ich glaube, man braucht Ja, ich die töte auch auf jeden Level Fall alles. 20er. Und die beiden, ne? Wow, die machen mit tatsächlich Damage, ey. Wahnsinn. Ja, der Yaro, der hat mega viele Elemente und Stones und so gefarmt und hat uns hier ein Schild gegeben, Level 18 plus 3, mit 2 Int, mit 2 STR, 3 Int. Und er selbst hat wirklich so eine komplette Rüstung richtig krass gepimpt, mit STR und Int und HP und MP so ein bisschen. Und dann haben wir mal geschaut, wenn er seine Rüstung einfach so angelegt hat, ja, ohne irgendwie, wenn er keine Rüstung angelegt hat, ja, dann hat er so irgendwas mit 800 HP. Wenn er seine Rüstung anlegt, hat er 1200 HP ungefähr. Und das ist wirklich einfach heftig, wenn man einfach mal drüber nachdenkt. Ich habe jetzt 920 HP, das bedeutet, er hat so ungefähr 50% komplett rein durch Rüstung. Das bedeutet, in diesem Low-Level-Bereich gibt diese STR-Int-Scheiße einfach mal heftigst viel. Also, das ist übertrieben. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie krass das ist. Also, das ist ja unnormal. Aber es ist echt nice und deswegen lohnt es sich halt irgendwo. Aber auch nur, wenn man wirklich das Game richtig zockt. Wenn man jetzt nicht durchrusht und um einen Tag Level 100 kommt, sondern wirklich einfach mal die Quest macht und wirklich Zeit verbringen muss bei ein paar Monster, dann lohnt sich das. Weil klar, wenn man jetzt weiß, okay, ich bin im einen Tag Level 40, dann muss man sich auf keinen Fall Level 24er krasse Rüstung farmen. Also lohnt sich ja nicht. Aber wenn man das so in Ruhe macht, dann kann man wirklich so jedes Degree für sich mal richtig kennenlernen und nutzen. So. Und das finde ich ziemlich nice. Und es gibt hier auch ein paar Neuigkeiten so bei den Traden. Die Sachen wollten wir euch gerne zeigen, aber da wollten wir, dass ihr uns in die Kommentare mal so reinschreibt. Hättet ihr Bock darauf, dass wir beim nächsten Part vielleicht traden gehen und sowas? Weil es hier wirklich einfach so ein paar Sachen gibt, die es beim normalen Silverworld nicht gibt. Es ist halt das alte Trade-System mit ein paar Neuerungen dabei, also mit so ein paar extra Belohnungen, die man haben kann. Und das würden wir euch natürlich super gerne zeigen, wollen wir euch nicht vorenthalten. Aber nur wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr jetzt sagt, so, ach nö, macht das einfach so ohne Aufnahme, ist auch kein Ding. Aber wir denken, dass das ganz nice wäre. So, Jaro. Ja, schade, ne, um die Aufnahme. Ach ja, stimmt allerdings. Da war nämlich einer, also wir haben gesagt, wir gehen gleich mal auf Zerberusjagd. Und wenn das gut gegangen ist, dann machen wir auch TG. Aber da hat einer, ist uns einer zuvor gekommen, hat TG schon gekillt gehabt. Also haben wir uns umso mehr auf den Zerberus gefreut und haben richtig geil gehuntet und alles Mögliche. Und es ist alles weg. Ja. Richtig schade. Naja, nächstes Mal. Nächstes Mal, ja. Wir machen ja hier gerade auch die Cerberus-Quest, von daher haben wir gleich vielleicht trotzdem noch einen Cerberus-Kill Ja. in der Aufnahme und das ist dann auch ganz nice. Da haben die Leute doch sehr brustig gesehen, ist doch schön. Genau. Aber ich weiß noch, damals ist es ziemlich nervig, diese blöde Quest, die wir gleich machen werden. Muss sie die Äpfelchen abschneiden und die Mobs spawnen lassen und dann die droppen erst was und davon brauchen wir 100 Stück. Ja, 100 nicht, aber weiß, was ich meine. Ja. Wir machen das so. Glaub mir, das wird schnell gehen. Wir sind gut, wir sind ein gutes Team. Sehr gut, so machen wir das. Ich habe hier ein Käppchen für dich. Alter, hast du gehört, wie die. Hab mich erschreckt, wie die geschrien hat. Hast du dich gehört? Nee, was hast du? Der Wolf hat gekrittet, der schreit immer so, das Vieh dann. Ich dachte, Alter, Ja, was war das? War das einer von draußen? aber. Hast du nach draußen geguckt, ne? Wo kann das hin? Machst du das Fenster auf? Ruhe da draußen! Ah. Nee, bei so einem sonnigen Wetter, da hocken die Leute. Der Eisdiele ist garantiert. Ja. Ja, Leute, bei uns hier ist mega Wetter, also es ist richtig geil draußen und Jaro und ich, wir haben uns einfach gesagt, Nerd-Modus an und zocken. So. Aber Nee. wir zocken gut aus. Wir haben uns gesagt, so, hier ist es noch früh, dann kann man noch schön zocken und so. Und dann einfach wirklich so mittagmäßig, so dann kann jeder so wieder sein Ding machen und so. Aber es ist halt einfach so, wir wollen halt natürlich hinkriegen, irgendwie so beides zu haben, weil
Zocken widerspricht leider so ein bisschen diesen, für mir, bei mir auf jeden Fall, diesem Alltäglichen so, weil man versucht ja immer so einen Lebensstil zu haben, ja, und dann möchte man am liebsten so seine Hobbys da so rein integrieren. Und es gibt einfach ein paar Hobbys, die sich so ein bisschen, sag ich mal, gegeneinander aufspielen. Es geht mir so. Und da habe ich zum Beispiel, wenn ich Sport machen möchte, ist es sehr schwierig bei mir mit dem Zocken. Und umgekehrt genauso. Und auch mit dem Rausgehen und so. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt Hobbys habe, rausgehen und Fitness machen, passt perfekt. Ich gehe raus und mache draußen Fitness. Aber wenn ich jetzt zocken möchte, kann ich schwer Fitness machen oder rausgehen. Und ist halt schade. Und deswegen muss man dann echt immer gucken, dass man das irgendwie alles unter einem Hut kriegt. Und klar, das funktioniert, aber dann zum Beispiel aufnehmen, passt perfekt zum Zocken. Also das Hobby, hier ein paar Let's Plays aufzunehmen. Und ja, dann guckt man einfach, dass man alles unter einen Hut kriegt und ist halt nicht so easy. Und deswegen kommt es einfach dazu, dass wir ab und zu wirklich lange nicht on sind oder lange nichts aufgenommen haben. Letzte Aufnahme war vor 1,5 Wochen oder so. Oder 2 Wochen. Und das ist Ja. halt schon schade, weil ich nehme super gerne auf, aber da fehlt einfach die Zeit. Und es ist jetzt auch letztens, letzte Woche ein kleines Event gewesen. Bei mir in meinem Leben, nicht im Game. Und zwar meine Freundin und ich, wir haben geheiratet. Und deswegen waren jetzt wirklich die letzten 2 Wochen einfach so gar keine Zeit zum Zocken, so leider Gottes. Ist schon schade. Aber jetzt kann es dafür umso besser abgehen. Nur jetzt spielt mir natürlich das Wetter da so rein. Wenn es jetzt die ganze Zeit regnen würde, wäre geil, ey. Ich würde hier sitzen, zocken und würde keinen Gedanken daran verschwenden, was anderes zu tun. Aber ich denke, alles im gesunden Maße, dann geht das schon. Ja, ich glaube auch. Ich denke, wir machen das ganz gut. Bei mir war früher oft mal das Problem. Zocken finde ich halt ultra geil, ja. So, kann man nichts sagen. So, aber ich kann damit ums Verrecken nicht aufhören. Wenn ich angefangen habe, dann will ich das noch machen und das und das Ging und mir hier auch ein bisschen sehr. weiterkommen und dann gucke ich auf die Uhr, ach du Scheiße, 3 Uhr nachts, ey. Ja. Boah. Ja, die Leute, die meine alten Videos kennen, die haben das ein bisschen mitbekommen und so. Also es war bei mir genauso. Also jetzt, als ich noch Mr. Silk Road TV den Kanal hatte, meinen allerersten Kanal, da habe ich ja viele Videos gehabt und da hatte ich ja noch meinen alten Charakter und ich war ja Level 107 und auch immer alles ohne Bot und so und ohne Spaß. Also wir sind Medusa abends gegangen und dann irgendwann so mitten in der Nacht um 3 Uhr nachts spawnt die nochmal und dann sitzt man da und denkt sich echt so, es ist gerade 3 Uhr nachts. Und jetzt noch anfangen Medusa, aber das ist so die Möglichkeit, mal ganz in Ruhe Medusa zu handeln, ohne dass dann noch Leute einen in die Quere kommen. Und dann wägt man ab, so lieber morgen tot sein, wenn man zur Schule geht. Ich war damals noch in der Schule. Lieber tot sein und morgen in der Schule richtig abkacken. Oder ausschlafen. Nicht mal ausschlafen, sondern wenigstens jetzt schlafen, damit man morgen wenigstens nur todmüde ist und nicht tot ist. Ja, und dann teilweise einfach gar nicht gepennt, nur gesuchtet. Und man hat so voll diese Sucht gehabt, einfach so. Ich konnte auch nicht aufhören. Nie. Ist auch jetzt noch so manchmal, wenn wir beide hier am Zocken sind, dann habe ich auch manchmal so: Boah, ich muss aufhören, ich muss aufhören, aber ich will nicht. Ist echt so. Ja. Das waren Zeiten früher, Wahnsinn. Früher noch in der Schule. Ach, was das ein sorgloses Leben war. Richtig geil. Ich vermisse das auch manchmal. Einfach so diese Tage, wo man einfach mal wirklich so einen Tag und die ganze Nacht durchgesuchtet hat so und am nächsten Tag konnte man theoretisch gesehen einfach den ganzen Tag über pennen, weil man nichts zu tun hatte. Aber jetzt, wenn ich einfach mal sagen würde so, hier Schatz, ich bleibe im Bett und so, ich habe die Nacht durchgesuchtet und sowas, ich schlafe heute den ganzen Tag, wird meine Freundin mich dumm angucken und sagen, hä, hallo, nein. Ich möchte das und das machen und ich habe das und das vor und du musst dabei sein. Naja, bei uns gibt es dann auch Krieg, also boah, ist nicht so einfach. Nee, nicht einfach. So, ich habe schon 90 Stück von 100. Es geht so fucking schnell einfach, das ist so krass. Trotz Party-Mobs, ey. Ja. Zerbersten einfach alles.
Ja, gerade eben, also wir haben einmal einen Piraten fangen müssen, dann haben wir eine Sirene gefangen, dann haben wir einen Nemeas Lion gefangen und einen Simos Ladon. Also das sind einmal die Piraten, dann diese Muscheln hier, dann diese kleinen fliegenden Drachen und die Löwen hier, die es gibt, die so ein bisschen so steinern sind. So versteinerte Löwen, so in diese Art ungefähr. Ja, die mussten wir alle fangen, also wirklich einige Viecher. Und ja, das haben wir alles fertig gemacht. Hat auch echt gut gedauert, so. Und gerade eh wirklich bei der letzten Falle, also die allerletzte Falle, um den Piraten zu fangen, hat dann geklappt. Und das war echt so, weil ich musste schon einmal diese Piratenfallen wiederholen. Und dann dachte ich, nicht jetzt nochmal. Und dann gerade so wirklich beim allerletzten, piu, geklappt. Ich. Ganz kurz kamen die Tränen, dann Schockstarre und ich habe mich übergeben. Ja, und dann. Einmal daneben ist voll schon, ja. Wahnsinn. So, noch ein Monster. Fertig. Ja, also man braucht sogar echt nur die Sirenes. Voll heftig. Man kann, also Siren bringen nichts, nur die Sirenes. Aber trotzdem waren wir jetzt so schnell. So. So, fertig. Ja, dann würde ich sagen, Golden Apple Tree, Na, dann unsere machen wir doch Lieblingsquest. das lieber. Oh ja. Man sieht von weitem richtig geil schon diesen Golden Apple Tree, also man sieht so ein paar goldene Äpfel da leuchten. Ist halt aus dieser griechischen Mythologie so ein bisschen. Da gibt es auch so einen Golden Apple Tree. Und finde ich cool. Also jetzt diese Sage von Herkules und so. Herkules hat damals irgendwie so einen goldenen Apfel geklaut von diesem Baum und bla bla. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber da gibt es irgendwie so eine kleine Story. Und das mag ich. Ich mag es, dass Sigurd ab und zu so Sachen aufgreift. Auch mit Cerberus hier und so passt ja alles zur griechischen Mythologie. Und ist nice. Also finde ich ganz cool. Ja, ich mag auch diesen Mittelalter-Style hier sehr. Es gibt Ja. ja mittlerweile, na, kann man sagen, fast jedes Spiel ist schon grafisch mäßig gesehen, ist besser als Silkwood. Aber irgendwie kommt man immer noch mit Silkwood viel besser zurecht, finde ich. Ja, finde ich auch. Ich Also. mag auch die Grafik hier von Sigurd einfach richtig gern. Also, wenn ich mir jetzt andere Spiele angucke, klar, manche haben eigentlich eine bessere Grafik, aber irgendwie finde ich, haben die nicht. Ja, ich finde, mittlerweile kann man in Online-Spielen viel zu viel machen, habe ich das Gefühl, ja. Und irgendwie, du kannst oder sich angeln, heiraten, was weiß ich, was nicht alles. Und nebenbei kommt ja auch das normale Questen. Und irgendwie, Sigurd ist dann nicht so vollgepackt mit so nebenbei. Sondern halt konzentriert sich auf das Wesentliche eher, denke ich Ja. mal. WoW zum Beispiel, da kannst du alles Mögliche machen. Das ist wirklich wie ein zweites Leben dort. Ich finde, vielleicht ein bisschen übertrieben. Nee, nee, also ich sehe das auch so. Also für WoW habe ich auch nie gezockt, also hat mich nie Nee, ich auch angesprochen. nicht. Also ich habe nur mal geschaut, so, aber ich habe es nie wirklich gezockt. So, also ich mache mir gerade hier diese Golden Apple. Und du? Ja, ich pflücke auch welche. Siehst du nicht, wie ich mit den Dingen da hantiere? Und was müssen wir dann? Die müssen wir dann gleich benutzen, oder wie? Hm. Und dann müssen wir 20 Stück davon töten. Aber nicht zu so viel auf einmal, sonst Ja. gingen die früher noch nur ein Viecher. Dann haben wir es endlich hinter uns, dann können wir auch Cerberus hunten. Nochmal. Cool. Also habe ich in den letzten, wie viele Stunden? In den letzten 9 Stunden dreimal Cerberus gekillt. Dann. Wahnsinn. Aber die klappen immer, oder? Die klappen immer, ja, die klappen immer. Allerdings die Viecher, die droppen nicht immer. Wie viel Okay. brauchen wir davon? Aber mal gucken, vielleicht 20. ist das ja eine Achterparty ein bisschen besser. Ja, weil wenn ich zu viele habe, kannst du die auch dann einsammeln. Zumindest mal die Mobs. Die Mobs kannst du ja killen. Wenn du was getroppt ist, kannst du natürlich dann nur du dann aufsammeln oder ich, je nachdem. Aber die Mobs kann ja jeder killen. Wie zum Beispiel das von neben. Hier war ja eins, gell? Da, von dem habe ich schon mal das erste bekommen. Wo hast du das aufgerufen oder wie? Ne, das war ich einfach. Das war bestimmt einer von uns, der die Quest Ach gemacht so. hat. Vor 100 Jahren irgendwann mal. Hier So, was läuft. habe ich denn für dich? Höschen, Level 20. Und Zweimal, aber nix drauf. ich habe 17er Hose ohne irgendwas. Na gut, ist ja schon mal besser. Und Level 19 Kopf ist der 1 drauf. Da ist eins neben dir. Hast du es Ach, ich gekriegt? habe die aufgerufen. Ups. Dann kill du die. Ich habe auf das Falsche geklickt.
gesagt, das habe ich in der vorherigen Aufnahme schon erwähnt, aber das muss ich gerade nochmal sagen. Eben beim Cerberus-Kill, das war richtig geil, da hat man richtig gesehen, wie geil zwei Warlock-Clerics miteinander kooperieren können. Ja. Voll nice. Ja, es lief richtig gut, also war schon ziemlich geil. Hier, da liegt ein Quest-Item für dich. Los, Vieh. Was steht so rum? Hallo? Bin ich. Also, ich hatte schon etliche Euro-Charaktere gehabt, und mit dem bin ich safe. Obwohl er nur Level 27 ist, muss man sagen. Allerdings, wie oft wir schon Cerberus gekillt haben, so nix. Also, der erste Cerberus-Kill, da waren wir beide, glaube ich, wie viel? 20 oder so gerade mal? Ja, ungefähr. Auf jeden Fall Lava ist unique. Wir haben gekillt. Einfach gekillt, Leute. Ja, und das ist halt, klar, manche sagen dann, oh, Cheat und bla bla und keine Ahnung. Wir, also ich finde, ich bin totaler Fan von Stacken und sowas alles. Vor allem, wenn man das macht in einem Levelbereich, wo man sagt, so, okay, anders kann man den halt noch kaum töten. Und da finde ich das ziemlich nice, weil das bedeutet einfach nur, dass man das Game halt irgendwie nutzt, so dass man es halt hinkriegt. Das ist jetzt nicht so, dass man einen Cheat benutzt oder so, sondern man benutzt einfach wirklich so Fähigkeiten so ein bisschen, so, wisst ihr? Und ja, es ist halt auf jeden Fall, finde ich, nochmal echt eine andere Sache, als wenn ich jetzt einen High-Level, einen Level 120er hole, der mich durchbufft und ich dann das Ding killen kann. Oder ob ich zusammen mit einer Truppe, mit Low-Level-Leuten wirklich es schaffe, einfach das Monster so irgendwie, keine Ahnung, zu verwirren oder irgendwo gegenzulaufen zu lassen oder sonst was. Dass man dann das in dieser geilen Truppe irgendwie hinkriegt. Das finde ich halt ganz anders. Ich finde, das ist richtig nice. Und das ist so das, was ich an diesem Spiel liebe. Dass man halt wirklich so, wenn man mit den richtigen Leuten zusammen kämpft, auch Sachen machen kann, die man eigentlich nicht machen könnte, weil man einfach noch zu low ist. Jo, und wir haben die auch, also so gesehen, auch nicht so gestackt, wir haben die Wölfe denken lassen. Ja. So, und für die Wölfe zu kriegen, erstmal musst du eine Mille, glaube ich, sammeln. So, dann brauchst du die Tränke für den, dann muss er hoch genug sein, damit er überhaupt denken kann und so. Also es ist nicht so, dass man alles haben, man muss es nur kombinieren, sondern man muss sich wirklich alles erarbeiten. Ja. Farmen, was auch immer. Und ich bin eingefroren. Habe ich noch Pillen hier? Voller. Kann bitte jemand das Mob killen hier? Das nervt mich. Immer noch eingefroren. Scheiße. Bisschen kalt. Jetzt ist ein bisschen wärmer. Ja, um diese Long Scissors zu benutzen, muss man halt wirklich am Baum stehen, soweit ich das jetzt weiß. Damit schneidet man dann halt diese Äpfel ab. Und wenn man guckt, wie hoch man wirklich schneiden muss, dann sind das wirklich sehr long, long Scissors. Also. Schon drei Bloody Orbs. Ja, jetzt haben wir die. War gestuckt, da wo du stehst. So, was ganz Lustiges machen. Ich habe auch ein paar gezündet. Die machen ja keinen Damage, so wirklich. Einfach Schattenrüstung an. Aha. Scheiße, meine, diese Universalpillen, die brauchen zu lange. Muss ich grad schon mal healen. Oh, ich bin eingefroren. Scheiße, ich bin eingefroren. Ja. So ist doch mal ein bisschen Action dabei. So, viel hab ich denn. 6. Alter, 6. Okay, der übertreibt auch. Ich sehe nur Eisklumpen.
irgendwie was sagt, dass wir zweimal laufen müssen. Eingefroren, ich habe keine Dinger. Zwei Stunden später. Doch. So, jetzt muss ich noch ein paar Dinger sammeln. Ein paar Äpfel. Elf. Wie viele Äpfel kannst du noch machen? Zehn. Ja, es wird knapp. Vor allem, warum gehen die Dinger kaputt, wenn du einen Apfel abgeschnitten hast? Was sind das für One-Way-Dinger? Ist echt so. Bestimmt in. Oder sich Teddy gekauft oder so. Das ist aus Papier. Also, ich habe noch Caption Level 19 STH1 drauf. Ja, nice. Würde ich doch mir direkt mal gönnen. Zugleich Höschen und Caption. Hört sich süß an. So. Mal gucken, welcher besser ist. Da ist besser. 45%. Dankeschön. Jo. Das ist doch nice. Oh, jetzt finde ich diese Ruby Tablet of Philosophy. Aber Level 3. Scheißdreck. So, noch den letzten Apfel. Habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 Äpfel, denke ich. Mir fehlen aber noch 10 von diesen Teilen. Boah, mir fehlen noch 9. Ui. Nein, nicht übertreiben. Jo. Das war's schon, ne? So, ich habe keine Äpfel mehr und ich habe erst 12 Stück, also mir fehlen noch 8. Okay, dann passen wir auf, dann bleibt noch Hay. Jetzt 15. Wow. Ich habe 14. Hast du noch? Ne, das war's. Ende. Dann back to town. Ja. Geil. Das sind beide sogar. Oh, komm. Ich kann teleportieren, wenn ich eingefroren bin. Sehr gut. Ja, Leute, da könnt ihr mal sehen, was es für Quests gibt. Die sind darauf ausgelegt, sozusagen, dass man nochmal laufen muss. Zeit verschwendet, wie möglich. Müssen wir zur Hexe dafür, oder? Ich glaube, ja. Natürlich gucken wir, von wem haben wir die Quest bekommen. Ja, von der Witch. Die alte. Witch.
Könnt ihr sehen, Leute, wie verzweifelt wir sind, dass wir einfach im Bersi loslaufen? Ist so. Wir sind Warlocks, wir dürfen das. Ist echt so, wir haben eh immer Bersi. Nächsten mit 45. Geil. Und den Skill up, Level up machen. Auf einmal sagt nichts zu werden. Aha. Doch, zu werden. So, zurück. Und weiter geht's. Bitte? Dann sind wir komplett fertig auf dieser Seite. Ja. Der Konstantinopel-Seite. Wir haben echt alle Quests gemacht, so von Konstantinopel und so. Das ist schon heftig. Also, es ist schon viel, aber es ist mega geil. Also, man merkt halt gar nicht so, dass es halt ein Level gibt oder so, weil man kämpft einfach von Quest zu Quest und das Level ist halt so eine Nebensache irgendwie. Und das ist schon gut. Also, es gefällt mir schon viel besser, als wenn man wirklich selbst die ganze Zeit nur kämpft und wirklich nur auf das Level achtet. Weil so, sonst so kriegt man das Gefühl, man kommt gar nicht voran. Und den dicksten Reward, den kriegen wir noch. Mit 3600 Skillpunkten. Wenn wir die Cerberus 2 Quest gemacht haben. Ja. Das wird richtig fett. So, ich hole jetzt aber die Dinger hier. Wir haben hier auch, wie man sehen kann, eine Seal of Moon Chest einmal gedroppt bekommen. Die konnte ich glücklicherweise anlegen. Und die ist ziemlich nice. Also die trage ich auch jetzt noch. Die ist richtig gut. Cool, mir hat eine Göttos geschenkt. Labe. Ja. Level 85 gering plus 4. Insekt ist der 3. Nicht schlecht. Dankeschön, Ponti. Besser als wenn das ein PC verkauft. Cool, direkt bunkern. Oder noch besser destroyen. Oder verkaufen. Aha. Voll blöd, wir haben sogar auch gerade eben der Aufnahme noch, halt während der Aufnahme halt die Waffe auf plus 3 gemacht und so. Ja, und vor allem, das war plus 2 und dann drücke ich auf plus 3 und auf einmal Waffe raus aus dem Alchemie-Slot. Ich so, fuck. Ich dachte ganz kurz, dass es destroyed ist. Da habe ich gesehen, okay, nee, ist noch im Inventar, aber hat leider gefailt. Ja, dann überlege ich so, hä? Kann doch nicht sein. Und dann gucke ich so, ne, die Waffe ist noch da. Und die war plus 2. Und wegen meinem coolen Doppelklick, den ich hier immer automatisch mache, habe ich halt automatisch das gecancelt sozusagen. Ich habe auf Fuse geklickt oder so, warte. Hier auf Strangesten. Und wenn man da drauf drückt, kann man danach, anstatt da drauf, kommt dann das Slot Cancel oder sowas. Und dann habe ich automatisch auf Cancel halt gedrückt und das habe ich gar nicht gemerkt. Und weil der bricht es nicht direkt ab, er bricht es erst ab, sobald das sozusagen durchgelaufen ist. Ja, und da war kurz so voll der Schock da. Ja, und dann habe ich es nochmal versucht und dann hat es auch direkt geklappt. Und dann war auch ganz geil. So, hier sieht man schon die Äpfelchen leuchten. Das sind riesengroße Äpfel. Also wenn so einer auf uns runterfallen würde, wären wir tot. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum diese Scissor kaputt gehen, weil diese Äpfel dann immer auf diese Scissor drauffallen. Schon so groß wie Kürbis, ey. Ja, noch viel größer. Die sind größer als wir. Alter. So, jetzt sammeln wir noch ein paar Äppelchen. Apples. Mensch, habe ich aber viele Waffen hier im Inventar. Wahnsinn. Level 18, Crossbow Crit 13. Und da sind 56%. Oh, stell dir vor, 100%. Hoho. Ja, das ist krass. Wahnsinn. Ich dachte früher mal ein Crossbow, der war natürlich auf Silgot Air, da also mit Crit hast du gar nichts im Hut, weißt du. Das ja, ja. War voll schade. Aber hier kann ich mir echt keinen vorstellen. Mach vielleicht später irgendwann mal. Ganz viel Zeit ins Land gegangen ist und wir zum Max-Level mehrmals.
ich habe noch ein Interblatt Level 3. Die könnte ich auch noch irgendwo verballern. Für dich. Nice. Ich habe ja selber schon genug. Coolie. Nice, nice. Schön eingefroren. Scheiß Viecher, ey. Ich habe keine Unipillen mitgenommen. Tja, ich habe welche. Wie teilt man die nochmal? Bitte? Wie teilt man die nochmal? Ja, jetzt habe ich es gefunden. Okay. Nachdem ich 3 Stück gefressen habe, habe ich es gefunden. 20. Dann kriegst du gleich ein paar Stück. Danke sehr. Wenn dir nicht so kalt ist. So. Wie zum Beispiel, wenn man eine Waffe finden möchte, man braucht Immortal drauf oder Lack oder so. Dann, ich glaube, hier gibt es ein Bitemal, wo man sich das kaufen kann. Ich guck mal gerade mal schnell. Alchemie, Astral kann man kaufen, Immortal, genau. Aber man kann sie auch droppen, wenn man ganz viel Glück natürlich hat. Astral habe ich noch keins gesehen, aber Immortal kann man droppen. Echt? Habe ich nämlich ein paar Mal schon gesehen auf einer Waffe drauf. Lucky und Immortal hier. Da ist 3-mal drauf. Nice. Nicht schlecht. Und was macht Astral nochmal? Damit es nicht unter plus 4 geht oder so. Okay. Na, auch nicht unwichtig. So, erstmal kriegst du ein paar Pillen. Dankeschön. Damit sie nicht so kalt wird. Jo, bitte. So. Nur noch 2 Stück fehlen mir. Cool. Ich muss erstmal Äpfel pflücken. Oh ja, jetzt sehe ich die. Sehe ich die Trees, die Dings, die Äpfel auch. Wahnsinn. Immer dieser Doppelklick automatisch, das fuckt so ab, weil dann mache ich halt Auto-Hit anstatt direkt einen Skill. Dabei will ich eigentlich direkt so einen Skill machen. Aber der schlägt immer erst einmal normal zu. Oh ja, das nervt. Garantiert, ey. Ja, Leute, leider nicht so viel Action momentan. Aber nur bei dieser Quest. Sonst ist hier immer Eskalation. Jetzt habe ich wieder 10 Jewelboxen gesammelt. Ach ja, das ist, hebt auch die Elefanten auf, die man da rauskriegt. Ja. Traden, das ist gut, weil die sind echt geil. Ja. Ich habe mehrmals 3 Star-Trade gemacht. Erlös ungefähr 450.000. Von Yangan nach Hotan, nach Daunheim. Daunheim. Und jo, dauert ungefähr 20 Minuten. Ja, man kommt ziemlich gut durch. Nice. Hier, wie viele Äpfel hast du? Weil ich brauche keine mehr. Ich habe 10. Ja, komm, dann zünde, das müsste ja reichen. Okay. Wollen wir zünden? Ich kann sogar keine Äpfel mehr machen. Fertig. Sehr gut. So, back to the town. So, dann können wir das jetzt auch abgeben. Und dann können wir den Zerbrissanten erstmal den fetten Reward kassieren. Endlich. Und dann sind wir fertig auf der Seite. Geil. Ja, ich hab noch hier irgendwie so ein paar Sachen. Was? Ach, oder stimmt, ich glaub, Stolen Harp. Ah, ne, das drüben, ne? Nö, da müsste es eigentlich alles gewesen sein. Hier, der, wer ist nochmal der, die
die Wölfe verkäuft. Stable, ein Typ. Der hat auf jeden Fall auch, meine ich, eine Quest. So, eben habe ich mich zum falschen Gate geportet. Klar. Jetzt kriegen wir so einen Stein, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Und so einen Helm oder so, ich weiß nicht genau. Oder ich vertue mich da, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ist viel hin und her gelaufen, Leute. Sorry. Ja, und jetzt auch ein bisschen stiller hier beim Quatschen und so, weil wir einfach wirklich gerade eine Stunde lang gelabert haben. Ist so. Und irgendwann ist es wirklich so, man kann nicht mehr sprechen. Weil klar, das ist natürlich immer, man quatscht ja sonst nicht ununterbrochen, aber für so eine Aufnahme versucht man natürlich so viel zu reden, wie es geht. Aber fällt einem schwer, wenn man halt eine Stunde gequatscht hat und alles für die Katz ist. So. So. Da ist die olle Bitch. Abgegeben die Quest. Oh nein, bitte nicht. Dark Main sammeln 40 Stück Ach von krass. den. Ich glaube, das sind Level 19 der Mobs müssen das sein. Gucken wir mal. Gut, das geht auch ziemlich schnell. Also das, ja, Selenes Lion. Gut, das geht ja ganz schnell. Die wollen uns doch verarschen. Könnt ihr mal sehen, Leute, was man nicht alles tut. In der Questbeschreibung steht, dass immer noch viele Leute von Cerberus attackiert werden. Das müssen wir doch unterbinden, oder nicht? Die Wir armen wollen Leute. diese Welt verbessern. 40 Stück, ja, das geht doch wirklich zu viel. Das war übrigens mein Platz, wo ich gefarmt habe, die ganze Zeit, wo du nicht da warst. Den Jupiter-Tempel habe ich einfach hingestellt. Das sind ja 1 Million Mobs auf 2 Quadratmetern. Und drauf damit. Auf 2 Quadratmeter. Das geht wirklich rucki zucki. So, Area. Ach, klasse. So, jetzt mache ich sowas schneller und verkaufe einfach ganze Sachen als Chemiezeug und alles. Und die Waffen, die destroy ich jetzt nicht. Scheiß drauf. Das kann ich machen, wenn ich alleine bin. Ja. Kostet sonst zu viel Zeit. Inventar ausleeren. Alles verkaufen, ein bisschen Geld. Was hier ein bisschen traurig ist, diese 50 Beginner-Scrolls, die gehen ziemlich schnell alle, diese Moving Speed. Oh ja. Und dann schleicht man so vor sich hin die ganze Zeit und die Ja. kosten 200.000 Gold, glaube ich, die 100% ihnen da. Und am Anfang ist das echt viel Geld, also. Ja, die gehen echt sehr schnell leer, da hast du recht. Aber ein Interblatt, das. Alter. Aber schön, ne? Das Inventar ist richtig schön leer wieder. Echt so, Wahnsinn, ey. Wie seit langem nicht mehr, seit langem. So, und dann komm, ich verwandle dieses Tablet-Zeug um jetzt. Und dann gucken wir, ob wir für dich irgendwas ein bisschen pimpen, eine Kleinigkeit. Darfst sogar aussuchen, was. Wie süß. Manufacture. Zack, zack, zack. 1500, 2000, 1900 von den Dingern. Die müssen weg. Wo bist du? Da bist du. Komm, ich gebe dir das Tablet. Danke. Jo. Dann tue ich das doch einfach mal direkt Ich habe sowas wie meine Lucky Dress. auf meine, ich mach's auf meine Waffe drauf. Okay, das ist Level 3. Ich glaube, die Waffe ist Level 4 Ach so, ist ein mittlerweile. Level 3er Ding, okay. Dann tue ich das auf. Schild hast du schon? Guck's Auf einfach. die Hose, das ist momentan das Höchste von mir. Ich hoffe, das geht nicht in die Hose. Gucken wir mal und. Oh.
Ich hab's gecancelt wieder. Oh nein, scheiße. So, jetzt nochmal. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt. Jawohl, und zwei Int drauf, sehr schön. Na, siehst du, 2 Int ist 2 Int. Wie viel Int hast du jetzt? MP hast du jetzt? Knapp 2000. Knapp 2000, cool. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann geht's. Ja. Jetzt geht's zu den Nimm mehr als acht Lion, ne? Dark Mains. Yes. Oder welche müssen wir töten? Mal gucken. Die Selenis Lion, okay. Am besten den Jupiter-Tempel einfach reinlaufen. Ja. So, Leute. Wie kriegen wir diese Seite zu oben? Hast du schon deinen Job? Hast du den schon ausgewählt und alles gemacht und so? Oder noch nicht? Nee, Nee, habe ich schon noch mal nicht nicht. gemacht. Nee. Gut. Aber also Job gewählt haben wir automatisch, denke ich, oder? Sicher. Ich habe schon ein paar Mal getradet. Ich bin, Moment, ich guck mal. Ich bin mittlerweile der Dealer. Das ist Job Level 3. Nice. Da ist man mittlerweile schon ein Dealer. Und jo, da kommen auch. Also auf der chinesischen Seite habe ich getradet. Und da kommen auch nur die chinesischen Thieves. Allerdings kriegt man auch Euro-Drops von denen. Nice. Ich würde auch wirklich empfehlen, immer China-Seite zu traden, weil die Europa Mobs sind viel zu schwer. Dann kommen immer diese Wizards und die hauen einfach mega rein. Muss nicht sein, würde ich sagen. Ja, und von den chinesischen Thieves, das sind nur die mit Eis im View. Das sind eigentlich die am meisten nerven, aber der Rest ist so chill. Gab's auch bei Champions. Ein paar Champignons. Ein paar Champignons. Fast schon da. Da gehst du gleich ab. Du willst runter direkt in den Tempel rein. Tempel. Gestern bin ich da vorbeigewackelt, gerade da, wo du gerade läufst. Da ist das Bonbon von dem, da möchte ich gesehen, getroffen, den Severus. Nice. Der Zerbi. Sein Spitzname. Früher habe ich immer mit dem am Bahnhof gechillt, hat Tinger Cola getrunken. So ein Billigbier. Ja, bin mal gespannt, wann wir das erste Mal die Ivy killen können. Die hat auch eine Spawn hier, habe ich gesehen. Ja, ich glaube Kacke. schon. Ich glaube, da müssen wir schon so Level 32 sein. Oh ja, und am besten vielleicht sogar kein Gap. Ja, So stimmt. wirklich. Er soll Level 32 sein und auf Level 30 geskillt. Ich habe jetzt 7er Gap, du hast wie viel? Du hast 5er Gap, das ist schon ordentlich. Als Euro sowieso. Ja. Können wir die Rüstung nicht mal anziehen. Traurig. Ja, und dann machen wir später noch die Captain Ivy Quest. Oh ja, die habe ich noch nie gemacht, muss ich zugeben. Nee, die ist gut. Nein, ich bin sehr aufgeregt. Die ist Ja, gut. schön. Da kriegst du Berserker Scroll als Belohnung. Cool. Und diese blaue Zerg-Quest, die kann man bestimmt viel später erst machen, oder? Ja, mit Level 95, glaube ich, war das. Und ist es immer noch stärker dann im blauen Zerg-Modus? Ja, der hat so unterschiedliche Effekte. Also, der ist jetzt nicht stärker, aber der geht ein bisschen länger. Und du Okay, das ist kannst schon dann gut. dir so Pots kaufen beim Tränkehändler, mit dem du dann deinen Berserker automatisch voll machen kannst. Oh, cool. Kannst du aber irgendwie nur alle 30 Minuten benutzen, aber trotzdem ist das ja Aber man ganz hat geil. trotzdem Vorteile davon, das finde ich cool. Und wenn du jemanden in deiner Achterparty hast, der auch diese Quest gemacht hat, also auch blauen Berserker schon hat, dann könnt ihr das zusammen benutzen und dann verändert sich der Bersi. Dann ist der nicht mehr blau, sondern so rot. Aber nicht so wie jetzt, sondern so richtig wie Feuer sieht er aus. Cool. Und dann geht er noch länger. Nicht schlecht. Oh, ich sehe gerade mein Bär.
lebt noch 9 Tage. Die Quest geht super schnell. Ich habe ein paar gekillt und direkt habe ich schon 4 Stück. Oh, du hast einen Dagger sogar gekriegt. Oh, hier ist ein Giant von der Sorte. Die gehen ganz gut, aber die sind relativ stark so an sich. Ja, die sind schon. Lass mich ein paar Mal heilen. Und gleich kommen die Party-Mobs, die sind noch lustiger. Ja, die sind richtig süß. Ich bin vom Eingang schon. Oh, schon wieder Philosophistone. Und Andromeda Soul Staff. Level 18 in 1. Nix uns. Alter. Da läuft es vorbei. So Leute, guckt mal, wir sind hier bei diesem Tempel und es ist halt auch ziemlich geil hier so. Also hier ist man auch mega selten. Aber es ist halt eigentlich richtig geil. Hier werden wir auch nachher Cerberus halt begegnen. Viele glauben, dass hier ein Spawnpunkt von Cerberus ist, aber das ist voller Irrtum. In den alten Spawn-Maps von den Unix wird der nämlich hier auch eingezeichnet, aber es stimmt nicht. Das ist nur, weil er hier auch, also weil er hier sein wird durch die Quest. Aber er ist wirklich nur durch die Quest hier, sonst gar nicht. Also man wird ihn hier nie finden. Und da habe ich ihn noch nie gefunden. Ne? Nee, er spawnt halt manchmal ein bisschen weiter unten, aber nie hier oben im Tempel, niemals. Und ja, das ist auf jeden Fall so ein Irrtum, den viele, viele, viele glauben, auch bis jetzt noch. Also hier sind ganz viele. Bitte? Hier sind ganz viele, auch ganz viele Giants und so. Oh, ich habe ein Schild. BR 20, Level 18, SR 1. Aber du hast wesentlich besser. Ja, ich habe jetzt ein geiles Schild. Ich will auch nichts anderes hören. Ja, die Quest geht super schnell hier. Oh ja, hier auf der Seite echt wahnsinnig viele, yay. Wollen wir noch mal Giants? Einen habe ich gerade. Da ist noch einer. Ja, jetzt Party Mobs. Party Mobs. Ja. Weg damit. Boah, ein bisschen Schaden machen hier, stimmt schon. Aber zwischendurch ein Heal rein, schon läuft das. Aber wie die wegsterben, ey, das ist so krass. Wow, das hat wehgetan. 300er Crit. Krass, krass. Gut, dass wir können uns gegenseitig heilen. Oh, sterbe. Lebe. Ich sterbe, ich lebe. So ein Wizard wäre schon längst, wäre schon längst eingeknickt. Oh ja. So ein Wizard kann ganz gut vielleicht alleine ein bisschen rumgrinden in diesem Levelbereich, aber so gegen Party-Mobs und so, da muss er wirklich laufen. Vielleicht so läufst du mehr, als dass du kämpfst. Ich will auch nicht schlecht reden, der an sich haut er voll rein, allerdings was ein bisschen Tank angeht.
wieder Zerg geben. Karte wieder Zerg. Hier überall diese griechischen Figuren und so, diese Götter und auch Engelstatuen da, diese goldenen, das sieht ziemlich geil aus, finde ich. Das ist schon sehr nice durchdacht alles. Also gefällt mir. Ich bin sowieso Fan von so Mythologien-Zeug und sowas. Ist dann eine ganz geile Geschichte. Wow. Das war gerade eine knappe Geschichte bei mir. Hab ich gesehen. Schade, dass wir noch keine guten Klerik-Buffs haben. Jo. Aber wir halten ja noch. Ist alles gut. Wie viel hast du jetzt mittlerweile schon? 14. 14? 14. Und Zerg. Jetzt rasten wir einfach aus. Wird langsamer Zeit für weiteres SOS. Mensch. Ist echt so. Lange her. Egal, jetzt ein kleiner SOS-Drop, so mal. Werdet ihr auch dafür, Leute? Wenn ja, dann drückt uns mal das Däumchen. Wobei, wenn ihr das gesehen habt, sind wir hier schon lange weg. Oh, ein Giant. Yo. Ach du heilige Scheiße, ey. Haut hier schon rein. Alter, Party-Mobs. Party-Mobs und Zerg. Wow. Hast du mehr? 23 jetzt, ja. Boah, Alter. Na, kein Wunder, du klaust mir auch alles. Oh, SR1, Level 18, Ring, Light Armor, Head. Für wen? Für mich. Aber ich habe viel besseren Head. Da habe ich HP 70, MP 70. Leute, guckt euch das an. Hier ist eine Sirene. Wie kommt die hier hin? Hat die sich verlaufen? Ich glaube, wir müssen den Weg zurück zeigen. Zurück in die Hölle!
Level 17er Hose gedroppt bekommen. Aber ich habe eine Level 20er Hose. Wegen meinem besten Kumpel. No. So, was haben wir hier? Heavy Armor in 3 drauf. Nein, leider nichts für uns. Oh, Mensch, du hast hier voll die Mannschaft zusammen getrommelt. 18. Wow, geht bei mir so lahmarschig. Ach. Sind halt auch viele Partymonster hier, ne? Jetzt habe ich den Trick, den du die ganze Zeit anwendest. Du lässt mich einfach ganz viel Party-Mobs killen. Deswegen wird es so langsam. Gut, dass ich das eigentlich hier ausgeglichen aufteile. Boah, das war knapp. Puh. Genau so, also nicht genau so, aber so ungefähr habe ich auch den Solo gelevelt die ganze Zeit. Das war schon nice. Ja. Glaube ich dir. Oh, ich habe SR Tablet Level 3 und was ist das hier? Das ist Magic. Ich habe ein Stamina Tablet Level 3. Cool, können wir gleich für dich alles vorbereiten. Goal! Und ein STR Tablet Level 3. Geil. Siehst du schon mal zwei Stück. Alles Level 3, ach man, Level 3 habe ich genug Elemente. So viel zusammen getrommelt. Ja Leute, da können wir auch demnächst mal so ein kleines Tutorial zu machen, so wie das mit den Tablets und so, mit den Stones, Elementen und so funktioniert. Weil viele wissen das halt einfach gar nicht, weil das gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Und dann schon ganz gut, wenn man das mal so gezeigt kriegt. Doch, zeigen wir gerne. Was ist das denn? So, was haben wir hier? Wir werden beobachtet. Hey, lass uns in Ruhe. Verschwinde. Oh. Hi, guys. Hi, Honey Bunny. Ich hab Light Armor Füße Level 18, brauchst du? Irgendwas drauf? Nö, plus 1 nur. Und gute Prozente. Gute Prozente. Ich habe Level 12 SR 2 drauf. Okay. Plus 18% drauf. Ja, kannst du das mal behalten. Dann gucken wir mal, wie viele von den Stones haben. Was man pimpen kann, was nicht. Ach, das war Heavy Armor. Oder ne, oder? Das waren die gar nicht. Warte mal. Da sind die. Oh, naja, wenn wir Flächendots haben, ey, muss man nicht jeden einzelnen Mob klicken, hier, wenn man eine ganze Horde hier hat. Ja. Auch gut. Ja, ein bisschen. Ah, da ist der Debuff, hat der Giant. Oh, das ist ein Giant, ja. Ich hab mal diese Gender Switch jetzt mal benutzt. Ja. Weil dann habe ich mir jetzt einfach diese Schuhe genommen, weil ich hatte ganz schlechte Schuhe.
Noch ein Giant. Geil. Mein Inventar ist voll. Gourmet. Höschen Level, ach ja, hast du schon, 20. Höschen. Zwanzig habe ich jetzt von den Dingern. Gleich geht's dann schneller, wenn wir dann nur noch für dich sammeln. Pimpen wir uns jetzt mal schön alles zurecht und dann erstattet mit dem Cerberus seinen Besuch. Ja. Freue ich mich schon. Dann habt ihr auch ein bisschen eine geile Rüstung. Lass dich dann pimpen, weil du hast schon dieses Luck Dress. Da wird langsam voll. Ja, 25, wie viel hast du schon? Schon fertig. 35. Level 18. Nichts drauf. Ich weiß nicht, ob dein Sammelpad auch voll ist, aber deine Quest-Items liegen hier rum. Der ist aber auch dabei. Ja, der braucht einfach nur. Ich guck mal, dass ich ein bisschen Platz hier mache. Einige Sachen kann man verbrauchen. Andere wiederum stacken. Mobs mir so abgeht, gell, dann bin ich mal gleich mal auf die Megalopas gespannt. Das ist nochmal zwei Level höher. Ja. Sogar. So. Gleich fertig, noch drei Stück. Cool. Und letztes ist gerade voll. Letztes Slot. So, dann mache ich nur other items. Gold. Ja, ich habe die jetzt auch ganz halt schon mit der Hand auf. Und es ist voll. Scheiße. Gut, dann muss ich halt von Hand Restchen einsammeln.
Weiß ich, in 11 Stück. Falsche Skills am machen, ey. Buff ihn zu Tode, heil ihn das Leben weg. Gibt's ja, wer ist er denn? Overhealing. Vielleicht hau ich den Pass auch und. Wölfe haben gekillt. Warte, ich muss sein. Oder der hier. Nein, nicht das, sondern. Ah, der ist groß genug. Aha. Macht absoluten Schaden. Ja. Vielleicht bei Unix nicht schlecht, die schon ein bisschen höher sind. Ja, das stimmt. Aber ja. Auch in PvP kann das ganz gut sein, wenn man gegen so einen starken kämpfen muss. Da ist schon Dinge. Da. So, noch 10 Stück. Du bist fertig. Ich brauche noch eins. Und darum wieder so stellen. So, ich habe die Quest fertig. So, ich habe mein Vieh nur auf Gold sammeln jetzt. Das andere klappt nicht. Ja, mache ich auch so. Und eskalieren. Du wackelst Bildschirm ohne Pause. Wegen Bersi. Ich werd grad richtig müde. Was echt? Alter. Ich sitze hier gerade so, manchmal meine Augen tschück. Hätte ich jetzt hier so eine Facecam drin, würden die Leute denken, pennt der gerade ein. Jo, Mittagsschläfe, ey. Aber ohne Mittag halt gemacht zu haben. Jo, ich weiß nicht, vielleicht machen wir Päuschen nochmal. Oder Schluss für heute, wenn wir den Cerberus gekillt Ja, haben. wir können jetzt gleich Den. Cerberus und dann machen wir erstmal fürs erste Schluss. Dann haben wir heute genug geschafft. Ja. Da hinten ist noch ein Quest-Item für dich. Das ganze Zeug hier an. Jetzt bräuchte ich nur einen, so einen Lauchburschen, der nur läuft Ja, ist hier, echt alles da. aufsammelt. Stadt deportiert. Herkommt, wie aufsammelt. Boah. Boah, das war knapp. Das war knapp, Ich hatte nur 69 HP. ey. Alter. Ich gerade so geschafft, meinen Lightstep zu zücken, ey. Das war interessant gerade. Bist du wieder wach? Bin ich kurz wach geworden, ja. Überall Quest-Items für dich. 4 Stück. Fehlen ja nicht mehr viele. Sind wir schon durch. Fehlen noch zwei.
Da liegt noch ein Quest-Item für dich. So, Quest fertig. Da ist es. So. Jetzt versuche ich mal zu porten. Das ging doch mal gut, ey. Überleg mich so klug schnell. So, gleich wieder da. Jo. Dann können wir zum letzten Schlag ausholen. Ja, Leute, da könnt ihr mal sehen, so das ist echt teilweise richtig viel, was man da so macht, bis man endlich mal so weit ist, dass man halt eine Quest fertig hat und so. Und ja, auch mit den ganzen Drops, wie das so ist. Also Drops einerseits natürlich geil, andererseits hindern die einen manchmal daran, einfach weiter leveln zu können. Und da könnte man gut und gerne auf manche Drops verzichten, aber das gehört halt dazu, ne? Und so kann man aber farmen, und wenn das Game jetzt, sag ich mal, hier so ein bisschen belebter wäre, dann könnte man einen richtig geilen Handel betreiben untereinander. Und das ist eigentlich das, was so richtig Silgoth ausmacht, finde ich, dieses Handeln untereinander. Und deswegen wäre es natürlich geil, wenn so der ein oder andere halt hier auch drauf zocken könnte und man dann einfach untereinander handeln könnte. Das wäre chillig, das wäre richtig geil. Weil dann wird nichts weggeschmissen, so wie jetzt gerade, weil manche Drops sind halt echt gut, ne? So ein Level 18er plus einer Shield mit echt guten Prozenten teilweise. Ist fast zu schade, das einfach so wegzuschmeißen, aber was soll ich machen? Weil braucht ja eh keiner hier. So, da sind wir wieder. Wibi. Was? Man braucht mich nicht? Wieso? Oder? Bitte? Was? Das heißt, man braucht mich nicht? Doch, man braucht dich. Ah, okay. So, soll ich dir die Tablets geben von mir oder gleich? Jo, ich räume jetzt mal auf in meinem Inventory. Ja. Hier ist alles voll. Das dauert jetzt allerdings auch ein bisschen, weil das lohnt sich hier das gerade zu umzuwandeln alles. Boah, sind das viele Jewelboxen immer, ey. Ja, die muss ich auch noch wegkriegen. Erstmal verkaufe ich alle Tablets, die ich nicht brauche. Oh, guck dir das an. Steady Level 3. Challenge, oh Mann, was ich früher für sowas gegeben hätte. Challenge Tablet, ey. Echt so. Aber nein. Nix. Das auch. So, einfach mal ein paar Scrolls benutzen, die man hier rumfliegen hat jetzt. Ja. Sonst benutzt man die nie. Boah, ich hab 23 Jewelboxen wieder gesammelt jetzt hier in der Zeit. Ja, ich hatte auch ungefähr so viele. Bam. Einfach mal jetzt weggeschmissen, also verbraucht. Nicht weggeschmissen. So, jetzt wandle ich alle Level 3 Sachen. Destroy ich einfach mal. Und vielleicht will die Leute das auch mal machen. Ich lege dann immer so die Stacks an. So Level 3 zum Beispiel von Fire, Earth und so weiter, die Elemente. Die lege ich mir schon in den Inventar. Und dann, wenn ich ihn destroye, dann wandelt er automatisch. Wird gestackt halt. So, dann brauche ich ihn nicht nochmal zu sortieren. Dann sind sie direkt schon schwupp, da wo die hingehören. Geht dann etwas schneller. Das stimmt allerdings. Muss nur aufpassen, zum Beispiel habe ich hier jetzt zerstöre alle Degree 3 Sachen. So, wenn ich jetzt Degree 2 aus Versehen zerstöre, dann habe ich ganz viele Elemente, die ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen kann. Deswegen immer ein bisschen gucken, dass ich die 3 destroye. Ja.
Direkt die Tabletten fertig, die kannst du. Ah ne, ich brauch die ja. Wegen der Lucky Dress. Da haben wir uns einen kleinen Trick angewendet. Durch die. Ah, hast du vielleicht eine bekommen für wegen von deinen Jewelboxen Nee, jetzt? keine bekommen. Oh ja, das ist schon mal einiges. Ach. So, jetzt habe ich ihm die Tablets gegeben. Er hat die Elemente hergestellt schon fürs dritte Degree. Und jetzt kann er diffusen und kann dann diese fertigen Steine auf Teile machen von mir. Ich gebe ihm mal so drittes Degree Sachen von mir. Jetzt habe ich nämlich den Fehler gemacht. Jetzt habe ich zwei Elemente, weil ich aus Versehen was zerstört habe, was DG2 war. Aber macht nichts, ich habe genug Platz. So, jetzt habe ich alle Drops zerstört. Jawohl. Ich glaube, ich gebe dir mal so etwas, damit müsstest du mit den zwei Items, die sollten reichen, um da was drauf zu pumpen. Oh ja, er kommt. Kann man Stamina drauf machen? Ja, und genau. Weil man guckt natürlich immer, dass man so Sachen gibt, die man vielleicht auch länger trägt, damit man nicht unnötig, sag ich mal, jetzt Sachen verpimpt. Aber das sind so jetzt die Sachen, wo ich denke, die kann ich noch was länger tragen, ist jetzt gerade drittes Degree und so. Und eine Hose ist immer gut, da kann man HP und MP draufballern. Yes. Ganz genau. So, jetzt habe ich fast alles schon. Hier links noch eine Paddel. Die muss destroyed werden. So. Jetzt sortiere ich noch ganz schnell die Elemente. Da kommen echt viele zusammen. Und manchen habe ich schon über 2200 Stück. Also können wir ruhig ein paar Sachen herstellen, das tut überhaupt nicht weh. Ja. Dann auch nochmal. Okay. Hab alles zerstört, so jetzt stellen wir die Steinchen her. Drücken wir auf Z. Machen so ein Stamina-Tablett rein. Und zack, schon ist es ein wertiger Stein. Dasselbe bei SDR. Bei Magic. Int. Daraus habe ich viel gesammelt, ey. Nochmal SDR. So, jetzt haben wir insgesamt 5 Steine. Ich baller hier einfach mal so ein Protector Lex hier drauf. Auf etwas von mir. Ja, ich wollte jetzt die schnell die Lucky Dress. So, dann ziehe ich sie an. Okay. Ohne Lucky Powder mal gucken, ob es klappt bei mir. Nö, hab gecancelt. Ach, schon wieder. So, jetzt hol ich dem seine Sachen raus und legen wir los. Fangen wir doch mal zuerst mit der Hose an. Was hättest du gern drauf? Alles. Alles. Gut. Probieren wir mit SDR. Bei den Taste schon drauf. Jawohl. SDR allerdings leider noch nur eins drauf, aber wir haben. Egal, egal. Ich denke noch. Ich denke mal, Hauptsache irgendwas, weißt du? Auf die Schüchen läuft auch schon besser. Ist der 2? Nice. Auf die Schüchen. Eins, jawohl. So, jetzt kommt meiner Meinung nach auch eine sehr, sehr wichtige Sache, und zwar Stamina. Das macht einfach mal HP. So, und für Inchar sowieso wichtig. Okay, das war's schon. Kannst alles wieder haben. Nice, freue ich mich. So, guckt euch die Hose an jetzt mal. Richtig schön. Von allem so ein bisschen was draufgekommen. Richtig nice, vielen Dank. Ja, kein Problem.
So, und jetzt 836 HP und jetzt haben wir einfach mal 904 HP drauf. Also knapp 100 HP mehr und MP auch noch mal ordentlich dazu gekommen. Richtig nice. Habe ich sogar an deinen Balken gesehen. Ich habe ja bei dir, bei mir kann ich dein MP sehen. Ja. Gesehen, plups, ein kleines Stückchen ist leer geworden auf einmal. So, fliege ich doch mal mit einem Pegasus hier durch. Pegasus? Haben Pegasus bekommen? Cool. Sieht ganz geil aus. Ab und zu fliegt er so ein bisschen. Ab und zu, wenn der Lust hat, gell? Ja, der läuft und ab und zu fliegt er mal so ein paar Meter. Cool. Jetzt gebe ich meine 23 Boxen mal ab. Gucken wir, was wir da rauskriegen. Ja, Müssen wir dann danke, ne, nachher fürs drüber. Pimpen. Ja, kein Problem. Elemente haben wir, wie gesagt, genug. Eine Lucky Dress dabei, fertig. Habe ich immer noch. Die kleinste Anzahl von Elementen liegt wie 3100, also Krass. wir können noch ein paar pimpen. Du Freak, ey. Ist so. Einfach alles zerstört. Ich habe jeden einzelnen Drop zerstört, den ich gefunden habe. Alter, was ist das denn hier? Mango Yang Balloon. Was macht das jetzt? Perivation oder so. Attack Rate, Ja. okay, cool. Lustig. Beerings So. Pegasus habe ich jetzt auch. Cool. Cerberus 3. Und jetzt können wir Cerberus aufrufen. Geil. Nice. Jetzt geht nur, wenn man in einer Party halt ist. Das heißt Call of Hell, also Ruf der Hölle. Das geht nur, wenn man in einer Achterparty ist. Es können nur Leute teleportiert werden, die auch Cerberus 3 Quest erledigt haben. Nur der Partyleader kann das benutzen. Auch wenn man tot sein sollte, kann man halt trotzdem die Quest abschließen, wenn einer aus der Party Cerberus tötet. Aber das wird Und nicht passieren. nee. Und aufrufen können wir das machen im Jupiter-Tempel. Yes. Dann warte ich da mal auf dich, Alles. ne? Ja, ich bin so gut wie fertig. So, dann das auch noch. Ach, das sortiere ich nachher aus, wenn ich alleine bin. Muss keine Zeit verschwenden. Das brauche ich auch nicht. Das kann ich auch verkaufen. Okay. Ich packe jetzt meinen Pegasus aus. Oh, der Hat ist aber flott. auch dein Pegasus geholt. Der ist aber flott, ey. Ja, das ist richtig schön schnell. So, ein paar Tränke kaufen. Wollen nicht abnippeln da. Das Gute ist, der hat keinen Spawn. Ja, das geht dann. Der wird ganz einfach. So, jetzt schnell abgeben. Ich fliege ein paar Schritte. Ganz cooler Pegasus. Ob sie wirklich fliegen könnte, wenn er so Flügel hätte, weiß ich nicht. Weil Ja, man bräuchte ja so einen auch gefiederten Schwanz, um dann irgendwie den Flug zu kontrollieren. Aber hat er ja alles gar eigentlich ist das eine Missgeburt. ist so. Das sind auch keine Flügel wahrscheinlich, sondern das sind so, keine Ahnung, so Hautfalten einfach. Scheiße. So, ich habe auch den Stone. Call of Hell. Aber jeder muss so ein Dinger haben, gell? Also wenn ich jetzt so eins nicht hätte, ich wär, oder du wärst Partyleader, hättest so ein Dinger, ich wäre bei dir in der Party, wir hätten nicht so ein Ding, dann könnte ich nicht mitkommen. Doch, Manchmal. also wenn du jetzt, sag ich mal, die Quest schon erledigt hättest, Ja, ja? genau, wenn ich es aber gemacht habe. Aber sonst, nein, nein. Nee, sonst nicht. Genau. Du musst schon mindestens einmal das Ding gehabt haben. Das haben wir, Gott sei Dank. Sonst Wenn hätten jetzt wir da jemand, mal. also wir erledigen das und dann jemand möchte das auch nochmal machen, dann können wir auch mitmachen. Also Leute, habt ihr es gehört? Wenn ihr nachher Hilfe braucht, wir haben es schon mal gemacht. So, lass uns das noch zu Ende bringen.
Jetzt wird der Job endlich mal erledigt. Dann sehen die wenigstens trotzdem noch Cerberus. Zwar jetzt nicht mehr wie geplant, aber wenigstens durch die Cerberus-Quest. Und wie viel Uhr haben wir? Schon Wir zu. haben, Wir wollten so bis 12. Ja, jetzt haben wir 13. Geht ja sogar. Nur eine Stunde überzogen. Jo. Gut, kriegen wir hin. Ja. Hier, Leute, guckt euch das mal an. So von weitem sieht man halt hier schon den Tempel. Man sieht da diese Engelsstatuen oben alles. Sieht mega geil aus eigentlich, wenn man so guckt. Wirklich von weitem sieht man schon so diese Engelsstatuen mit ihren Speeren und so. Die sehen aus wie diese Kriegsgötter da. Also richtig nice. Gefällt mir gut. Man kommt da hin, wirklich. So eine Riesentreppe, links, rechts die Statuen. Ganz oben nochmal zwei fette Statuen. Ja, und es geht halt so weiter, überall weiter diese Statuen. Und ja, sehr nice gemacht. Also sehr, sehr, sehr gut durchdacht, finde ich. So, und dann geht man da geradeaus weiter durch und kommt dann hoch zum Tempel. Und ja, wir gucken uns das hier auch einfach mal an in Ruhe. Jetzt ist man Sehr hier cool. vom Tempel. Komisch ist ein bisschen das Pferd, was da als Wappen drauf ist. Das sieht irgendwie ein bisschen scheiße aus. Ist nicht mal ein Pegasus. Also wenn da so Flügel dran wären, okay, aber das ist einfach ein normales Pferdchen. Das sieht ein bisschen scheiße aus. Aber halb so wild. Man kann auch drum rumlaufen. Hier sind überall noch so Tore und Tunnel und sowas alles. Kann man auch noch durchlaufen. Ist ganz nice. Hier sind sogar überall Monster. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich dachte, hier wären keine Mobs. Aber doch schon. Hier könnte man theoretisch gesehen so richtig geil so in Ruhe leveln. So. Also klingt jetzt ein bisschen langweilig und so, aber man könnte rein theoretisch gesehen hier so irgendwo hingehen. Einfach in eines dieser Ecken. Und dann hat man hier wirklich nur so drei, vier Mobs. Man kann ganz gechillt hier so seine Mobs töten. Eigentlich irgendwie ganz romantisch. Aber also, So. mir gefällt's. Bist du da? Ja, so, jetzt musste man irgendwo sich hinstellen noch, der Stein zu. Ja, ich glaube, hier oben. Du kommst ja mit dem Giant an. Ist ja klar. Ja, klar. So. Pegasus macht dich fort. Partyleader bist du, das heißt, du musst das aufrufen. Spüre die ganze Zeit mal drücke, aber nein. Ich denke, du musst vom Pferd runter. Die Pferd darf nicht mit. Direkt hier vor der Tür. Also ich kann mich erinnern, wir haben es da unten mal gemacht, hier da in dem Tor da. Hey, geht nicht. Oh, Sascha ist online. Cool. Oh, es geht. Ja, ich komme. Ich gebe dir So, direkt jetzt mal muss Holy man. Word. Jetzt wollte ich gerade mir selbst aufgeben. So lustig, oder? Wumm, wumm. So, jetzt muss man, glaube ich, ein bisschen laufen hier, dann kommt er irgendwie so. Ja, der wird von selbst gleich kommen, glaube ich. Oder er So. kommt doch von alleine. Oder ist der hier oben? Vielleicht wartet er. Ah, Da ist hier. er. Und er ist auch dir. Da ist nicht Cerberus, sondern Hell Jo. Cerberus. Ding. Irgendwie so ein nutzloses Ding. Wie kannst du es wagen, mich sozusagen aufzurufen? So können wir es wagen, Junge. Lassen wir mal unsere Wölfe denken. Da die Wölfe, Leute, seht ihr da? Da die Wölfe, die haben sich jetzt Das, schon 100 Mal gelohnt. ja, das ist so heftig. Die tanken jetzt einfach. Klar, kann sich jetzt gleich noch ändern, mal gucken. Aber normalerweise klappt das ganz geil, also mit den Wölfen. Und man muss die einfach nur ab und zu healen und so, aber das geht. Bersimodus. Ja, ich habe keins. Schade. Aber die Box könnte man noch verpassen.
Hast du diesen Stein noch im Inventar drin? Yes. Also das ist ganz geil. Ich mag es auch, dass er nicht Cerberus heißt, sondern Hell-Cerberus. So ein bisschen krasser noch, so Höllen-Cerberus. Und ja, wie gesagt, kein Spawn, ist eine ganz chillige Angelegenheit, hält aber gut aus, also muss man schon sagen. Muss Und man man hat, denke wort. ich, eine Zeit, ja, man hat 18, man hat insgesamt 20 Minuten wahrscheinlich dafür. Und da muss man echt sagen, also wenn man es alleine machen würde, würde man es zeitlich gar nicht in dem Level packen. Nur, dass ihr das wisst. Also ihr müsst das wirklich mit Leuten zusammen machen. Wenn man jetzt guckt, also wir sind jetzt gleich 3 Minuten dran und ich hatte Bersi und jetzt habe ich kein Bersi mehr. Jetzt müssen wir das einfach so machen. Und das wird dann, also wir werden bestimmt so ungefähr jetzt noch so 5 Minuten brauchen oder so. Und alleine würde man das einfach nicht packen. Und das, obwohl wir schon relativ stark sind mit unseren Charakteren. Ja, falls die Leute sich fragen, warum der sich so ganz nah dran gestellt hat, ist, ich will das ja nur durch meinen Schatten, Shadow Armor Skill, ein bisschen Damage kriegt. Nur aufpassen, dass du nicht Aggro ziehst. Jo. Ich verstecke mich ganz hinten, siehst du? Aha. Der sieht mich nicht. An seinem Purpose. Pfui. Kann man jetzt ja bloß ein bisschen beobachten, so. Das eigentlich schon Dinge ist. Ich habe das damals immer wirklich dafür auch genutzt, einfach mal wirklich mal Cerberus mal richtig anzuschauen. Ich habe Screenshots dann gemacht und so. Weil das ist einfach ganz cool, mal wirklich die Gelegenheit zu haben und sich mal so ein Unique in Ruhe anzuschauen. Wobei man hier auf dem Server natürlich nicht das Problem hat. Und mittlerweile hat man sich jedes Unique mal in Ruhe anschauen können. Aber damals so, zu den damaligen Zeiten, war das wirklich Glück, wenn man mal ein Unique gesehen hat. Weil die Leute haben wirklich diese Uniques abgefarmt. Und da konnte man das dann echt mal nutzen, um sich ein Unique anzuschauen. Ja, das ist ein cooler Typ hier, bockt auf so ein riesen Ding. Mit drei Köpfen. Irgendwelche Ketten da. Ich habe mir jetzt auch nie diese Questbeschreibung durchgelesen und so. Da steht bestimmt auch immer ganz coole Sachen mit bei. Irgendwas mit dieser Mythologie, irgend so ein Scheiß und so, kann ich mir vorstellen. Also wenn ihr Bock habt, ihr könnt euch das natürlich reinziehen und so. Wir haben das jetzt nicht gemacht, aber ja. Nur, dass Ich ihr habe das das wisst. öfters mal gemacht, das ist ganz cool. Also zum Beispiel die, was weiß ich, die später die Quest da in Wotan, diese, wer sind die Viecher denn nochmal? Nicht so Sung Sung, sondern die Affenmensch. Auf jeden Fall, ist eine richtige kleine Story da, warum man überhaupt die. Und manche verfallen in die Karawanen, muss die Sachen wiederfinden, oder was weiß ich was. Auf jeden Fall. Macht auch ein bisschen Spaß, mal durchzulesen, warum man gerade überhaupt killen muss. Ja, das stimmt. Nicht einfach stur dahinlaufen. Coole Sache. Na, stehst du denn in der Questbeschreibung, soll den allein nicht versuchen zu handeln. Aber Ja. mach das besser nicht. Das ist gefährlich. Uns doch nett. Wir machen das. Ich habe sogar noch Bersi-Squalls dabei. Ich hab alle für Balle. Ich benutze mal eine. Eskaliert nochmal. Also ich muss man oft, man wollte ziemlich oft healen, muss ich sagen. Hat schon ordentlich was Maul gekriegt. Bei mir recht.
rechts, Sascha locked on, locked off, locked on. Habe ich auch gerade gesehen. Stirb schon. Da, aber wenn man schaut, wir haben jetzt bald die Hälfte schon vorüber, ne? Und ja, also es ist gut in der Zeit. Ja, wir sind auf jeden Fall gut in der Zeit, aber wir sind halt auch, würde ich mal sagen, recht stark. Unzerstörbar beinahe. Wie viel, ist das magische Balance hast du denn? 101% und du? 101, cool. Dann siehst du also schon durch die Rüstung ein bisschen was gekriegt. Ich habe 104. Nice. Das ist auch nicht viel mehr, also da sind wir schon gut dabei, würde ich sagen. Ja. Und physische Balance? 61. Ich habe 65, da siehst du es. Nice. Cool. Ja, das ist schon gut. Ich glaube, wenn wir gar nichts hätten, dann wäre noch weniger so. Weniger HP und alles kacke. Und soweit ich verstanden habe, war physische Balance für die STR-Charaktere ziemlich interessant. Vor allem für den X-Bower, dann haut er nicht 100% mehr Crit, also 100% mehr Schaden beim Crit, sondern umso viel dann mehr, also 100, 104, 107, 120. Also wenn er Crit, dann Crit, ist er schon ordentlich. Ja. Für den magischen weiß ich gar nicht. 104%, aber. Machst du mehr, mehr Schaden, weiß ich gar nicht. So. Gut, ich nicht. Noch ein Bersi gezündet, ich hab keinen Bock mehr. Ich freue mich schon, wenn wir Level 40 sind oder so, kriegt man einen Offering Skill. Ja, stimmt. Und dann, Junge. Und dann lohnt sich sogar wieder die Rüstung zu tragen mit Monster Defense Ignore 1%. Weil wenn du da die Defense ignorierst und den Zerg, oh, das ist wie ein Crit, ein magischer Crit und das macht Schaden. Das ist richtig krass. Gleich haben wir es geschafft, Kumpel. Jo. Wir mussten nicht tanken. Schnell. Nice. Pet Experience hat mehr gekriegt als ich. Gut. Ja, geile Prozent habe ich bekommen. So, ich hab richtig viel bekommen. Ich habe jetzt 48%, oh, das ist schon cool. So, Orden und die mega geile Quest wieder. Belohnung kassieren von der Questreihe, die es nur hier gibt. Und dann haben wir wirklich endlich alle Quests fertig. Oh, ja.
ist Sascha. Warte, will mir was geben, die Schilde wahrscheinlich schon. Ja, 29 plus 2, nein, weil. Cool. Bisschen Level 25. Immortal 6 drauf. Ha, das kann man pimpen ohne. Ist deine nächste Quest auch diese Megalopa Shell Quest? Megalopa Shell, ja. Von dem richtig. So. Sunset Wedge. So, da sind wir. Wir haben Konstantinopel befreit vom Cerberus. Jetzt dürfte der nicht mehr spawnen. So, Cerberus 3 abgeben. You have finally defeated Cerberus. We can yes. hear people happy voices for freedom from pain. Wir sind endlich frei vom Schmerz und jetzt haben wir was bekommen. Yeah, physisch und magische Damage Increase 30%. Woo! Das ist gut. Und jetzt keine Quest mehr. Man klickt die an und steht einfach nur End Conversation. Das ist so krass. So, ich habe noch ein Schildchen für dich. Moment, nicht weglaufen. Hat das Sascha mir gerade gegeben, aber ich bräuchte nicht. Der ist nur 3. Ein bisschen besser als meins, würde ich jetzt sagen. Was ist das hier? Nice. Geilo. So Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Part, auch wenn der jetzt was ruhiger war, was leiser und langsamer war. Liegt einfach daran, weil wir wirklich schon aufgenommen haben, da sind wir auch abgegangen und so. Und dann ist das wirklich so, man sieht, die Aufnahme ist fort und dann ist die Motivation auch fort. Ja, stimmt ja. Leider. Aber wir hatten trotzdem auf jeden Fall Spaß, würde ich sagen. Wir sind richtig geil vorangekommen. Einfach mal zu wissen, komplett alle Quests absolviert zu haben von Konstantinopel, also beziehungsweise vom Konstantinopel-Bereich von dem Monster her, ist schon ziemlich geil. Und ja, also mir hat es viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Schreibt in die Kommentare wegen dem Trade, ob ihr da Bock hättet, da was zu sehen, also Traden an sich und die neuen Funktionen, die es hier gibt und sowas alles. Und ja, das war jetzt ein endlos langer Part, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Danke, Jaro, für deine Hilfe, ne? Na, immer wieder gerne. Und dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Tschüss.